Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und ihr seht, ich bin noch auf einer Insel. Und da drüben ist noch ein bisschen was. Oh, da sind Löwen. Aber da unten hatte ich doch auch Leute gesehen. Ja. Aber erstmal die Leute. Tempel des Poseidon, okay. Coole Sache. Ich habe da definitiv jemanden gesehen in der letzten Folge. Ja, dann sieh mal einen an. Ein Schätzchen. Ja, und das andere da oben, das machen wir dann danach. Aber erstmal hier. Die Konsorten. Ausschalten. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ich freue mich immer, dich zu sehen, Cassandra. Egal, was alle anderen denken. Okay, wenn wir jetzt hier reinschlüpfen. Können wir den... Und zwar die, Entschuldigung, die im Schlaf ermorden. Okay, und ich dachte, die hätten das vielleicht gehört. Hm. Sieht er mich jetzt? So, relativ einfach Schatz geklaut. Jetzt. Oh! Ich hab durchs Feuer geschossen. Ich krieg dich schon noch. Das war natürlich jetzt gut. Jede Menge nichts. Ach, wer weiß, es war eine Fata Morgana oder so. So, wir gehen mal hier raus. Na, Freunde, habt ihr schon was gefunden? Hast du jemanden gesehen? Bisher gar nichts. Wir finden schon was. Such weiter. So komisch, leicht gebe ich nicht auf. Sehr, sehr eigenartig, Leute. Na. Nein. Wie der zwischendurch mal zum Rennen angesetzt hat. Wir müssen noch hier sein. Such weiter. Uns entkommt keiner. Zack. Wow. Das hat ja richtig krass was abgezogen. Vorsicht, ja, genau, Feuer. Zack. Den hätten wir dann erledigt und du bist auch noch dran. Immer davon abgesehen, was hatten die denn für Schilder? Das sieht doch schon ein bisschen nach Kult aus. Ich weiß nicht, Leute. Für mich sieht wahrscheinlich hier alles nach Kult aus, was Maske und komische Schilde anbelangt. Aber okay, jetzt haben wir hier noch wahrscheinlich das Alpha-Tier töten. Sieht so aus? Jo. Okay. Mehr ist dann dort nicht. Aber das will ich auf jeden Fall noch abschließen, bevor wir hier die Insel verlassen. Ah, ich finde das immer so schade. Die Tiere, die können doch da auch nichts dafür. Aber ich bin hier auf die Säule. Das ist sehr gut, da kommt keiner von denen hoch. Okay. Krass. Oh, das hat sogar doch mehr als die Hälfte abgezogen. Oh, da war er schon. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, kleiner Löwe. Ah, das ist gemein. Tut mir leid. Oh. Ja, Poseidon wacht über sein Meer. Während er abgelenkt ist, sollte ich mir seinen Tempel ansehen. Hm. Das ist der Tempel? Naja, ne? Nicht mehr viel von übrig. Aber die Säulen halten anscheinend alles aus. Okay, wenn ich dann mal auf die Karte schaue. Ja, eine sehr kleine Insel. Haben wir auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. Wir sollen nach Terras suchen. Da seht ihr, ist die Quest noch ausgewählt. Ich sehe nur gerade nicht, wo das Ziel hier ist. Vielleicht bin ich blind? Ein bisschen?
Insel Serifos. Samos? Ja, das Serifos. Ach, hier. Na dann, da können wir doch hier locker flockig Schnellreise hinmachen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und dann schauen wir mal, was der Gute zu sagen hat. Beziehungsweise halt, wie wir ihm helfen können. Oh. Das sah jetzt gar nicht mal so gut aus. War das nicht nur ein Häufchen Elend, was da rumlag? Ja, ich glaube, von dem ist nicht mehr viel übrig. Habe ich so das Gefühl. Nicht so toll. Ah, doch. Doch. Da steht jemand. So. Komm. Guckst du von mir? Willkommen. Oh, jo. Natürlich. Als ob sie mich jetzt einfach so entdeckt haben. Mann, Leute. So geht es doch nicht. So. Ja, dann mach ich mir hier den erstmal. Jo. Hast du ihn damit getroffen? Hast du fein gemacht? Wo willst du denn hin? Ach, ich bitte euch. Ich bitte euch. Pass auf, Cassandra. Dann machen wir jetzt erstmal Platz. Ich bin das Letzte, das du liebst. Nein. Blutet siehst du auch nicht mutiger aus. Ach komm. So, der ist kaputt. Und jetzt du noch. Das war gerade richtig knapp. Da war ich wohl doch ein bisschen zu optimistisch. Ah. Wow, was war das denn bitte? Was hast du denn für Moves drauf, Kollegin? Aber ich habe auch ein paar Moves drauf. Schau mal. Oh, was war das denn für ein richtiges Hoppala. Entschuldige. Aber ihr bewahrt jemanden auf, den ich brauche. Oh. Ne, das steht sogar. Na, dann geht's doch. Hallo. Adlerfrau, du wirst nicht glauben, wie erleichtert ich bin, dich zu sehen. Geht es dir gut? Es ist nichts im Vergleich zu dem, was sie Phidias antaten. Hast du es gehört? Phidias. Was ist mit Phidias geschehen? Phidias. Ich kenne nur Gerüchte. Ein in Gold gewandeter Mann kam in seine Werkstatt, folterte ihn, brach ihm die Hände. Sein Körper war zu zerschunden für ein richtiges Begräbnis. Ew. Alles wegen dieser Symbole. Symbole? Ich habe die Gräber von Agamemnon, Eteokles und Orion erforscht. Ich bin ein Reisender wie du. Ich fand die Symbole und machte einen Abrieb auf Pergament, um ihn Phidias zu schenken. Oh. Du musst einen sicheren Ort finden, Teras. Du kannst mit uns auf der Adrastea segeln. Ich würde ewig in deiner Schuld stehen. Nimm diese Karte. Sie ist ungenau, meine Fähigkeiten sind bescheiden. Chiere, Adlerfrau, und vielen Dank. Was? Haut er jetzt ab? Hey! Segel doch einfach. Ah, macht er doch. Okay. Ich dachte schon, hä, warum will der nicht mit uns segeln? Hallo, was soll das? Die Höhle haben wir schon. Okay, mehrere Quests angenommen. Ja, dann lasst uns erstmal eben aufs Schiffsmenü schauen. Was kann Teras mit Bart oder was? 20% durch Seeleute zugefügte Schaden. Okay, das ist jetzt nicht wirklich das, was... Nee, das braucht mein Schiff jetzt nicht unbedingt. Okay, hier habe ich auch was Neues. Das ist die richtige Medusa-Galleonsfigur. Lasst uns die mal nehmen. Hübsch. Muss man schon sagen. Okay, das müssen wir mal noch verbessern irgendwie. Uralte Tafeln. Na, wundervoll. Okay, jetzt, ja. Eigentlich kann ich in dem Menü bleiben. Was haben wir jetzt alles angenommen? Oh, jo. Also ihr seht, Atlantis ist sehr, sehr groß. Ja, genau. Wir müssen hier wieder Attika, Biotien und Argolis. Da müssen wir hin. Da können wir aber mal schauen. Hier haben wir doch... mit vereinten Kräften. Ja, das müsste ganz normal Odyssee trifft in Polemarchen. Wo auch immer
der sich jetzt versteckt. Ich sehe gerade wieder nicht das Symbol. Ah, da. Ja, und da sind wir dann schon in Biotien. Da können wir das nebenbei alles mit erledigen und folgen halt auch der Hauptquest mit. Das ist, denke ich, kein schlechter Plan. Okay, jetzt sind wir in Biotien. Genau, da drüben ist unsere normale Quest. Und jetzt will ich mal sehen. Na, perfekt, das ist näher. Das ist noch ein Ticken näher. Aber halt genau die andere Richtung. Es scheint mir gar nicht so viel näher. Egal. Da holen wir uns erstmal, finden wir jetzt erstmal das Grab. Holen uns das, was wir für Atlantis brauchen. Und dann wird hier direkt... Okay, da sehe ich einen Wolf. Werden wir hier direkt den Rest dann noch erledigen. Aus der Odyssee-Quest. Ja, wir rennen hier einfach mal durch. Alles chillig. Wölfe haben gegen uns eh keine Chance. Und ich habe keinen Grund, euch zu verletzen. Oh. Na, Ikaros sieht das Grab eher als wir. Oder auch nicht. Das sah gerade relativ eigenartig aus. Oh, da ist ein Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger. Habe ich gehört, sollte man auch immer mal. Ah, Stufe 50 hat was dabei. Okay. Wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Wenn wir eine Kopfgeldjägerstufe haben und uns den stellen müssen, dann machen wir das. Aber ich glaube, jetzt habe ich da keine Lust drauf, den Kampf zu verlieren. Ich bin ja gespannt, was uns in dem Grab jetzt hier erwartet. Das ist eine Statue. Zwei sogar. Grab von Etiokles. Was? Etiokles. Du hast Etiokles Grab gefunden. Gut, Hüterin. Ja, habe ich gut gemacht. Weiß ich doch. Ach komm. Hör auf zu bellen. Oh. Entschuldigung. Aber der hätte uns angegriffen. Okay. So. Die Erbin der Erinnerung muss in diesen alten Hallen nach dem Symbol suchen. Wird die Erbin dieser Aufgabe gewachsen sein? Logisch. Ich schätze, das wird sie jetzt? Jeder Schritt führt dich einen langen Weg zur Erbin. Was du ihr nicht zeigen kannst, wird Deimos ihr zeigen. Deimos? Wie? Die Erbin weiß es, wenn es soweit ist. Alter, ihr zwei, ich habe... Cassandra hat den nächsten Ort gefunden. Gute Arbeit. Wohin geht es? Zu Etiokles Grab. Ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Okay. Coole Sache. Hör, warum gehen wir jetzt zurück? Aber wir wollen doch in das Grab rein. Layla an Alter ihr zwei. Oh. Es war nicht leicht, aber ich bin drin. Ich verstehe das immer noch nicht. In dem Stab, der das große Siegel von Atlantis öffnet, ist also eine KI oder eine andere Art von Bewusstsein? So in etwa. Die Symbole in den Gräbern sind mit den Symbolen auf dem Siegel verbunden. Okay. Wie? Ich sag es dir, sobald ich es weiß. Ich verlasse mich drauf. Sei vorsichtig da drin. Hoppala. Ich würde hier lieber als Cassandra reingehen, ohne Mist. Hier liegt der König von Theben. Ich fasse es immer noch nicht, dass ich das mit eigenen Augen sehe. Yo, der sieht ja so echt aus. Cool. Sehr schön. Ich wäre trotzdem lieber als Cassandra hier. Aber vielleicht machen wir das auch noch extra. Ich weiß es nicht. Ich glaube es eher nicht. Hier steht noch einer. Nicht zu weit rangehen. Okay. Immerhin, bis jetzt sind hier noch keine Schlangen aufgekreuzt. So gut erhalten. Sieht aus wie organisches Material. Die Farbe, das Holz. Nichts davon ist einen Tag gealtert. Cool, oder? Die Zusammensetzung der Luft könnte es auf natürliche Weise konserviert haben. Es gibt auf der ganzen Welt Gräber, in denen Leichname noch intakte Haare und Nägel haben. Auch Jahrtausende nach der Beisetzung. Lasst uns erst über Leichen reden, wenn ich hier raus bin. Ja, bitte. Oh. Ah, ich hätte das... Moment. Entschuldigt, Leute. Das habe ich nicht gesehen. So. Nein, falsches. Schieb mir das mal noch ein bisschen
Ich kann das nicht bewegen. Ah, nee, da gehe ich wieder zu dem. Bringt mir aber nichts. Oh, toll. Okay, dann kann ich also nur das hin und her bewegen. Na toll. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Nein. Aber ich komme hier auch nicht durch. Oder komme ich jetzt durch? Hatte ich es noch nicht richtig? Komm schon. Komm schon. Ach, ich bitte euch. Dann halt so. Alles klar. Ich dachte, ich soll die nicht kaputt machen. Darf ich hier? Darf ich natürlich nicht. Super. Okay. Jetzt haben wir aber das Rätsels Lösung gefunden. Ich dachte, ich soll die nicht kaputt machen. Na gut, dann mache ich diese schönen alten... Ey, warum klettert die nicht einfach drüber? So. Dö, schneller. Knapp. Unglaublich. Sache. Diese Statuen sind in perfektem Zustand. Ja. Wer ihm hier die Ehre erwies, tat es mit seinem Leben. Coole Sache. Ah, Vorsicht, Bodenfalle. Ich würde fast sagen, dafür habe ich mittlerweile einen kleinen Blick. Das erste Symbol ist nah. Ein Mond, Kreis, Dingsi. Das Symbol! Das erste von dreien. Gut gemacht, Erwin. Cool, ne? Es sieht fast wie ein Sternbild aus. Leila, unsere ganzen Messungen werden gestört. Geht es dir gut? Ja, keine Sorge. Aber es gibt noch zwei Symbole zu entdecken. Ich gehe zurück in den Animus. Es gab zu viele Bugs. Wir müssen aufhören und rausfinden, was hier vor sich geht. Nix da. Wir hören auf, sobald ich das Siegel geöffnet habe. Leila, Ende. Eben. Hallo, was soll das? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe jetzt das erste Symbol gefunden. Oh Gott, Leute, das müssen wir uns merken. Vielleicht male ich es mir auf. Okay, dann muss ich jetzt trotzdem hier noch die antike Stele finden. Aber das wird ja dann wahrscheinlich dort sein, wo ich gerade hingegangen bin. Und natürlich werden jetzt ein paar Schlangenmütter auf mich warten. Könnte ich mir vorstellen. Na dann. Auf geht's, Cassandra. Wieder hier rein in das Grab. Ja, sehr schön. So gefällt mir das besser. Und da können wir uns das Symbol nochmal anschauen. Bisschen Licht. Oh, bisschen Schlange. Tada! Fackel aufheben. Wusste ich doch, dass man hier jetzt Schlangen kommen. Okay, hier bei dem Kollegen können wir nichts machen. Hätte ja sein können, dass wir da auch irgendwas sammeln. Hey. Ja, das geht immer am besten, habe ich so das Gefühl. Bei den Schlangen. Zack. Und damit haben wir hier erstmal alles eingesammelt und... Oh. Nächste Schlange. Die war aber groß. Ich hätte gerne meine Fackel wieder, danke. Ein bisschen Licht machen. Und jetzt geht's hier unten weiter. Das ist cool, wenn man das schon vorher so ein bisschen gemacht hat. Beziehungsweise wenn man vorher schon drin war. Dann weiß man wenigstens den Weg. Wobei das hier jetzt auch nicht so krass schwer war, muss ich sagen. Okay. So geht's natürlich auch. Oh, jetzt kann ich das hier sogar bewegen. Oh, der Weg ist versperrt. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Okay, dann muss ich erst hier rum. Oh. Aber das ist schon kaputt. Chill mal, Schlange. Wie kann das jetzt schon kaputt sein? Oh. Sehr eigenartig hier. Ja, das ist so ein bisschen Mindfreak hier bei Assassin's Creed. Ha!
Hä? Nee, eigentlich? Ist das jetzt hier doch anders? Muss ich das jetzt verstehen? Ich komme wahrscheinlich schon durch. Ja. Das ist alles schon gemacht. Richtig. Richtig und eigenartig. Aber das ist ja eigentlich die Zukunft gewesen. Hihi. Hab dich eher gesehen. Hehehe. Gut, dass ich nicht brenne. Nur weil ich durch die Schlange gelaufen bin. Hoppala. Schlange. Ja, perfekt. So läuft das. Noch eine Schlange. Ich bin zwar bereit hier mit meinen Schwertern, aber muss ja nicht sein, ne? So. Oh, da ist noch eine. Okay, hat mich getroffen. Ja, okay, das ist einfacher, ich weiß. Werde ich demnächst jetzt auch machen bei den Schlangen. Zack, noch ein Schätzelein gefunden. Nein, das sollte ich dann nicht. Ich wollte eigentlich schießen. Okay, und hier geht's dann wahrscheinlich raus. Genau, hier ist das Symbol. Da haben wir es wieder. Und hier ist die antike Stele. Sehr schön. Wieder was gefunden. Okay, kannst aufhören zu putzen. Ist sauber. Sehr schön. Und jetzt rutschen wir einfach hier durch. Lass los, Cassandra. Jep. Und zack. Da sind wir. Noch nicht aufgestanden. So. Ich wollte gerade sagen, irgendwie müssen wir ja hier wieder raus. Oh, Schlange. Na. Ah, okay. Ja, das ist halt immer das, ich werfe erstmal meine Fackel. Wenn ich Pfeil und Bogen ziehen will, dann kann ich auch einfach die Fackel werfen. Okay, wir sind wieder draußen. Echt jetzt? Da hätten wir ja auch einfach durch die Wand... Naja, egal. Muss man nicht verstehen. Sollte man sich auch nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Ich glaube, wir sind woanders. Ja, wir sind ganz woanders. Oh. Okay, komm. Hey, das ist fies von hinten. Leute, von hinten, das ist immer so gemein. Wenn wir einen die Leute anfallen. So. Puh, erledigt. Antike Stele. Check. Und erstes Symbol. Check. Klamotten versaut. Check. Und ich würde mal sagen, Folge zu Ende. Check. Leute, vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, Semaxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.